Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir fangen sie mal genauso an wie letztes Mal. Da habe ich Sven und Stefan noch nicht vorgestellt, weil ich dachte, das kommt auch im Laufe der Folge. Aber wir haben es nicht geschafft, weil die Elbphilharmonie einfach so spannend war, dass die Folge irgendwann schon voll war. Das holen wir heute nach, denn ihr beide habt im Wunderland ein bisschen ein Schattendasein geführt in den letzten Jahren, seitdem ihr hier seid. Denn es gab einen Zeitpunkt, wo wir mit unserer Detaillierung, so mit der Perfektion, am Ende waren. Mehr ging einfach nicht. Mit Händen und entsprechenden Werkzeugen konnte man nicht mehr kleiner, detaillierter und so weiter werden. Und dann seid ihr gekommen und habt uns nochmal neue Welten gezeigt, dass wir mittlerweile so einen Spaß dran haben, dass wir einige Dinge wirklich bis zur fast endgültigen Perfektion zeigen können. Ihr werdet es heute sehen, auch wenn der Computer hilft, wenn die Fräse hilft, es steckt so unheimlich viel Kreativität und Handarbeit drin und vor allen Dingen endlose Möglichkeiten. Ohne diese neue Technik hätten wir den Flughafenabschnitt, so wie er jetzt entstanden ist, niemals hinbekommen. Denn am Anfang haben wir es eigentlich gemacht wie immer. Wir haben einen zweidimensionalen Plan uns gezeichnet. Wo kommen welche Rollbahnen hin? Welche Gebäude stellen wir uns vor? Wie stehen die? Aber das sind halt nur zwei Dimensionen. Um das Ganze in die dritte Dimension zu bringen, haben wir modellbauerische Ansprüche und natürlich statische Ansprüche und ganz viele, viele Sachen zu bedenken, Kabelführungen, Ähnliches. Und das Ganze haben wir in diesem Fall wirklich das erste Mal mehr oder weniger am Computer entstehen lassen und dann Gebäude für Gebäude umgerechnet. Da habe ich euch ja richtig einen reingewirkt auch noch, weil 1 zu 87 sind die Autos und die Figuren, 1 zu 100 haben wir uns bei den Gebäuden entschlossen und du durftest das ausbaden. Ja, genau. Also es war besonders auffällig bei den Parkhäusern, weil die ganze Verkehrsführung in den Gebäuden musste ja gegeben sein und aufgrund der unterschiedlichen Maßstäbe hatten wir natürlich nicht den Platz, um ein 1 zu 87 Auto in den 1 zu 100er Parkplatz reinzubekommen. Und da mussten wir was weglassen oder umlegen und dass das Ganze nachher schlüssig wirkt. Zudem mussten ja auch die Stehhöhen für die kleinen Figuren in 1 zu 87 wieder sein, auf einem Grundriss von 1 zu 100, ohne dass das Ganze jetzt irgendwie aufgepoppt oder zu hoch oder wie auch immer aussieht. Das war schon nicht so ganz ohne. Ja, das erinnere ich mich. Ich glaube, du musstest das Ding dreimal zeichnen, weil ich immer nicht ganz zufrieden war. Und meinte, ja, sieht nicht ganz so aus wie das Original. Ich möchte davor stehen und so weiter. Aber Hut ab nochmal im Nachhinein. Die Gebäude, die sind wirklich fast alle so, dass wir stundenlang diskutiert haben, neue Zeichnungen gemacht haben. Und dann irgendwann wurde die Fräse genommen und dann wurden ein paar Teile gefräst und dann wurde das in Handarbeit zusammengesetzt. Aber es war ja auch nicht nur die großen Gebäude, ne? Ja, genau. Es gibt nämlich auch noch die ganzen Innenausstattungsteile, die Mülleimer und Bänke und den ganzen Kleinkram, den wir auch gebaut haben. Und ich habe jetzt exemplarisch hier mal so ein paar Bänke hingestellt. Die sind alle aus einem Typ entwickelt worden. Der besteht aus diesen Seitenteilen hier. Hier kann man sehen, wie klein und filigran das Ganze ist. Und die wurden nach dem Fräsen erstmal mit einer Zahnbürste komplett entgratet und dann von beiden Seiten lackiert. Und ich habe hier jetzt verschiedene Variationen hingestellt. Die haben immer diese Seitenteile. Und dann konnte man die einzeln stellen oder eben halt als doppelte Bank oder mit Werbefläche drin. Und diese Bank hat jetzt zum Beispiel schon mal fast 30 Einzelteile. Und da baut man schon mal rund eine halbe Stunde dran mit Pinzette, bis alles gerade ist. Und ja, also es steckt auch noch trotz Fräsen eine ganze Menge Arbeit drin. Aber wir haben halt eben die Möglichkeit, solche Sachen herzustellen, die man sonst so ja gar nicht kaufen kann. Oder wenn du die von Hand in den Mengen schneiden möchtest, dann wäre der Flughafen wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Und ja, gut, das wäre jetzt ein anderes Beispiel für kleinen Kram, den wir mit der Maschine unterstützen können. Und zwar haben wir hier aus Folie diese kleinen P's geschnitten. Das sind Parkscheinautomaten, die wir jetzt überall nachgerüstet haben. Die sehen nachher so aus. Und das P befindet sich hier oben in dem Automaten. Und dieser Automat besteht eigentlich aus lauter kleinen Würfeln, die auch auf der Maschine ausgefräst wurden. Dann werden die eben entsprechend alle einzeln lackiert und zusammengeklebt. Die Geländer hier zum Beispiel, die erzähle ich, glaube ich, lieber mal, weil wenn Stefan die erzählen müsste, würde er wahrscheinlich nicht mehr so lächeln wie jetzt. Das war ein Martyrium. Ganz oft geht ihr raus, messt irgendwas aus, um es dann in den Computer zu übertragen. So war es auch damals bei den Geländern hier. Dann haben wir ein paar Prototypen gefertigt. Und im Endeffekt ist am Computer hier dieser Steg entstanden und auch vielfach gefräst worden. Das wäre nicht möglich gewesen, mehr mit der Hand zu machen, weil da hätte man Monate gebraucht. Aber am Ende das Ganze zu entgraten, von der Trägerfolie zu befreien, zu lackieren, aufzustellen, die Dinger reinzuziehen, 4 Wochen oder so waren es am Ende dann doch. Und keiner von uns konnte mehr Geländer sehen. Das waren ein paar Beispiele, was wir jetzt mittlerweile für Möglichkeiten haben. Es ist super, es macht richtig Spaß, dass die Grenzen, die wir vorher hatten, wirklich hier oben jetzt sind, dass die Limits wirklich viel später erreicht werden, was wir an Möglichkeiten haben.
alle wissen das, auch die Modellbauer wissen das. Wir gucken jetzt alle mit ganz anderen Augen durch die Weltgeschichte und finden immer mehr Ideen, was wir auch in den alten Abschnitten an Details nachrüsten wollen. Ob das kleine sind, ob das große sind, ob das ein neuer Dammtorbahnhof ist oder ähnliches. Es macht einfach tierisch Spaß, dass man jetzt wirklich kaum noch Grenzen hat. Und heute möchten wir euch mal zeigen, wie ein Haus eigentlich hier jetzt mit den neuen Arbeitsschritten entsteht. Ein schönes Beispiel ist hier die Geschichte unserer Zivilisation, unsere Dioramen. Wir nehmen uns mal ein Fachwerkgebäude daraus, was wir da auch gebaut haben für. Und wie so ein Gebäude hier jetzt entsteht, das zeigt euch heute mal Sven. Um ein Gebäude zu konstruieren, beginnen wir erstmal mit der Idee. Wenn wir diese haben, nutzen wir dann Bilder, Originalpläne, Fachliteratur oder fachkundige Leute, die uns dabei helfen. In diesem Fall haben wir uns hauptsächlich an Bildern gehalten. An diesem Bild sieht man hier das Fachwerk und das Mauerwerk. Jetzt muss man sich entscheiden, macht man das auf einer Ebene oder benutzt man zwei Ebenen. Wir haben uns für zwei Ebenen entschieden, damit können wir dann das Fachwerk später in das Mauerwerk einlegen. Um von einem dreidimensionalen Haus nun auf einen zweidimensionalen Bausatz zu kommen, fangen wir an, indem wir unseren festgelegten Grundriss nehmen und von diesem Grundriss an aus konstruieren wir uns alle Ansichten. Wenn wir diese Ansichten konstruiert haben, fangen wir an, sie auf die Figurenhöhe anzupassen. Dieses so nun gezerrte Haus muss optisch noch schick aussehen, damit es später in unsere Anlage eingebaut werden kann. Da wir uns für eine zweigeteilte Fassade entschieden haben, müssen wir jetzt gucken, wie wir das umsetzen. Das Fachwerk werden wir aus Holz machen und die Fassade an sich aus Kunststoff. Da ein Fachwerk nicht immer gerade durchläuft, müssen wir uns auch überlegen, dass wir diese Holzstruktur unterbrechen. Das heißt, in unserer Konstruktion werden wir das Fachwerk in das Holz aufgravieren, damit wir keine scharfen Kanten haben und keine komplett durchgehenden Balken. Wenn wir mit dem Fachwerk fertig sind und uns für ein Werkzeug für das Fachwerk entschieden haben, machen wir weiter mit der Kunststofffassade. Denn das Werkzeug des Fachwerks entscheidet jetzt darüber, wie wir weiter vorgehen. Denn jeder Fräser ist rund. Das heißt, wir können keine scharfkantigen Ecken fräsen. In unserem Fall nehmen wir zum Ausfräsen des Fachwerkes einen 0,6er Fräser. Das heißt, wir haben einen Fräsradius von 0,3 mm. Da wir allerdings, um das Fachwerk vernünftig einlegen zu können, ein Aufmaß von 0,2 mm nach links und rechts bauen, können wir diesen Radius ignorieren. Beim Fachwerk haben wir schon mal angefangen, alle Werkzeugbahnen einzutragen. Zusätzlich habe ich hier einen Rahmen gezeichnet, der das Material auf der Fräse darstellt. Und dann noch einen Strich festgelegt, damit ich weiß, in welcher Richtung die Faserrichtung des Holzes verläuft. Nun fangen wir an mit Gravieren und dem Einstellen für die Werkzeuge. Sprich, wir stellen die Frästiefe ein, die Geschwindigkeit und die Drehzahl. Weil je nach Fräser kann sich die Drehzahl und die Geschwindigkeit immer variieren. Wenn wir das haben, spannen wir das passende Werkzeug in die Maschine ein und starten den Datensatz. Je komplizierter und detaillierter ein Werkstück ist, umso länger kann es dauern. Das heißt, es kann teilweise bis zu Stunden dauern, bis das Teil fertig gefräst ist. Wenn die Teile fertig gefräst sind, nehmen wir sie von der Trägerfolie, machen sie sauber und bereiten sie schon mal farblich oder gestalterisch vor. Wenn dies geschehen ist, kann man beide Teile schon ineinander kleben. Und nun haben wir schon eine komplette Fachwerkfassade, da wir das Fachwerk ins Mauerwerk geklebt haben. Diese fertige Fassade sägen wir jetzt eine 45-Grad-Gehrung ran, damit wir später keine geraden Stoßkanten haben, sondern der Balken an der Ecke aussieht, als wäre es ein einziger Balken hochgezogen. Normalerweise übernimmt das Säubern und Zusammenbauen alles der Modellbau. Nur den ersten Prototypen fertigen wir hier meist selbst. Die Modellbauer bekommen die Einzelteile von uns meist nur noch geliefert. Hier in diesem Fall wird das bereits zusammengesetzte Haus mit einem Dach versehen. Dieses wird extra gegossen, gebogen, angepasst, geklebt und unterschiedlich bemalt. Somit bekommt bei uns jedes Haus ein individuelles Dach. Dann werden die Fenster und Türen eingesetzt und gegebenenfalls noch Gardinen eingeklebt. Dann wird das Ganze mit Airbrush und Pinsel gealtert und der Umgebung angepasst. Ja, wenn das Dach fertig ist, apropos Dach, früher haben wir die Dächer so gemacht, bei modernen Häusern würde das vielleicht auch heutzutage noch gehen. Heutzutage haben die Modellbauer auch da einfach geile Schritte gefunden, um die Dächer auch richtig toll alt zu machen. Das als Beispiel für ein Haus, wie es jetzt entsteht, wenn wir es mit der Unterstützung der Fräse machen. Es ist ein bisschen schnell gealtert, weil wir wissen den Geländekontext nicht, wir wissen nicht die Landschaft, wir wissen nicht die Wetterseite, in der das Haus nachher stehen soll. Da müsste man bei der Alterung und beim Einbau und der Anpassung an das Gelände sicherlich noch wesentlich mehr sich Mühe und Gedanken machen, aber das war ja nur ein Beispiel. Apropos Beispiel, es war ein Beispiel für die Hafen City, weil da entstehen ganz viele Häuser. Und da wir da jetzt so den ersten Teil des Geländes da so ein bisschen zeigen können, gehen wir mal nach oben und ich zeige euch, was sich bei der Hafen City seit dem letzten Mal getan hat. Hier sieht man das erste Mal das Ausmaß der Hafen City und der Elbphilharmonie, wie wir es uns vorstellen. Es sieht gar nicht so groß aus, aber ihr werdet sehen, wenn das Ding oben eingebaut ist, bald wandern wir damit hoch. Dann wird man sehen, dass es sehr gut in den Rest der Landschaft passt und von der Größe her, ich hoffe es zumindest, perfekt ausgewählt ist.
Die Häuser sind wir am Zeichnen, die ersten entstehen. Aber was hier schon fertig ist, es sieht noch ganz harmlos aus, ist aber schon unheimlich viel Arbeit gewesen, nämlich die ganzen Kaianlagen und vor allen Dingen die Terrassierung da hinten, die sind genau nach Vorbild. Das heißt, jeder Stein, jede Fuge, auch das Steinmaß und die Steinform ist dem Vorbild entnommen. Das heißt, man geht hin, misst das aus, macht Fotos und die Hafen City hat sich anscheinend gedacht, kein Stein darf sich oder an keiner Ecke dürfen die gleichen Steine liegen wie in der anderen, denn das hier war wirklich eine Herausforderung. Man kann sich es kaum vorstellen, aber an dieser Ecke haben wir über 100 Stunden schon gearbeitet. Das geht dann weiter mit den Parkbuchten, die ersten, die entstehen, die Bordsteine. Hier ist auch nochmal eine Terrassierung. Das kann aber, glaube ich, Stefan uns besser erklären, was diese ganzen Aussparungen hier bedeuten. Ja, und zwar haben wir hier schon eine Tasche gefräst, da kommt später ein Gebäude rein. Und diese kleinen ovalen Löcher hier, das sind Stützen für das Gebäude. Eventuell kennt man das, das ist so ein ovales, das steht auch in der Hafen City. Und ja, hier hat man nochmal eine etwas weniger tiefe Tasche, die wird dann besandet und da kommt dann später ein Baum rein. Und da bist du mit dem Fräser abgerutscht, oder? Nee, das gehört halt tatsächlich so. Und zwar finden sich in der Hafen City überall so Pflanzbereiche, die aussehen wie eine 9 oder wie eine 6. Und das ist auch später hier in den Innenhöfen von den Gebäuden noch. Das taucht immer wieder auf als stilistisches Element. Cool. Und das haben wir halt auch wieder aufgegriffen, dass man es wiedererkennen kann. Ist mir nicht aufgefallen, aber man sieht, die Hafen City bleibt spannend. Es ist ein unheimlich interessanter Stadtteil, der halt auch bei uns jetzt entsteht. 2013 wird eine Menge der von Gerhards Tagebuchfolgen dieses Thema haben. Und ich wünsche euch allen einen ganz tollen Rutsch in dieses Jahr 2013. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, für die vielen Kommentare, die ihr mir immer wieder liefert. Es macht einfach jedes Mal Spaß, eine Folge zu drehen. Es macht jedes Mal Spaß, hinterher zu gucken, wie die Reaktionen sind. Habt ein schönes Weihnachtsfest und ich freue mich auf 2013 mit ganz vielen Zusehern. Und vielen Dank, bis dann. Tschüss.